Tieren und elementar für alle Menschen, für alle Lebewesen. Unsere Körperstrukturen brauchen Reize von außen, Knochen brauchen Belastung, um stabil zu bleiben, Muskeln brauchen Bewegung, um kräftig zu bleiben, Gelenke brauchen Bewegung, um nicht einzusteifen. Das alte Motto, you don't use it, you lose it, gilt immer noch. Bei einer neurologischen Erkrankung wie der MS ist regelmäßige Bewegung noch wichtiger im Alltag als bei gesunden Personen, um die Mobilität zu erhalten. Mit zunehmenden MS-Symptomen wird es immer wichtiger, gezielte Bewegungen zu trainieren. Das gelingt über den Einsatz spezifischer neurologischer Behandlungsmethoden durch geschultes Personal. In der Behandlung werden gezielte Aktivitäten patientenbezogen in unterschiedlichen Kombinationen und unterschiedlichem Zeitaufwand geübt. Das Üben von Alltagsbewegungen rückt in der modernen Rehabilitation immer mehr im Vordergrund. Eine der wichtigsten Alltagsfunktionen ist das Gehen. Wenn ich Gehen verbessern möchte, ist es am effektivsten, wenn ich Gehen übe. Und dazu gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Ich kann ein spezielles Gehtraining mit oder ohne Hilfsmitteln durchführen, innerhalb oder außerhalb des Hauses. Ich kann auch mit Hilfe unserer hochmoderner Technologien, wie zum Beispiel spezielle Laufbänder oder robotikgestützte Gangtrainer, die Bewegung trainieren. Das hat den Vorteil, dass mehr Wiederholungen, mehr Schrittfrequenzen stattfinden können und dadurch durch die vielen Wiederholungen ein besserer Trainingseffekt vorliegt. Dass körperliche Aktivität positive Effekte auf die Psyche hat, ist ja wissenschaftlich erwiesen. Hierzu kann ich Ihnen ein passendes Beispiel aus unserer Physiotherapie nennen. Wir führen das therapeutische Klettern an der Boulderwand mit unseren Patienten durch. Praktische Erfahrungen haben gezeigt, dass das therapeutische Klettern hochmotivierende Eigenschaften hat, was erstaunliche Leistungsreserven bei unserem Patienten freisetzen kann. Nach einer anstrengenden Kletterpartie werden viele Patienten gelobt, bekommen Applaus und sind stolz auf ihre eigene Aktivität. Sie sind zufrieden und glücklicher. Wie viel sich ein Patient insgesamt bewegen sollte, ist individuell abhängig von verschiedenen Faktoren, von der Alltagssituation, von Leistungsreserven, vom Behinderungsgrad natürlich auch. Kleine Übungen im Sitzen können hilfreich sein, ebenso wie ein Mittagsspaziergang. Aber die beiden Dinge sind nur ein ganz kleiner Teil aus dem Gesamtkonzept. Man kann auf jeden Fall sagen, desto mehr Wiederholungen gemacht werden, umso bessere Fortschritte werden erreicht. Das Training kognitiver Funktionen ist Schwerpunkt bei uns in der Ergotherapie und in der Neurophysiologie. Wir in der Physiotherapie können über Bewegung Gehirnsport machen, zum Beispiel bei rhythmischen Bewegungen, das Merken verschiedener Bewegungssequenzen, Schrittfolgen oder auch Trommelschlägen. Ziel einer Komplextherapie ist das Erreichen der bestmöglichen Selbstständigkeit im Alltag. Da gibt es etliche Ziele, zum Beispiel notwendige Wege innerhalb oder außerhalb des Wohnraumes wieder bewältigen zu können, wieder selbstständig duschen zu können, die Toilette benutzen oder auch verschiedene Lagewechsel wieder durchführen zu können. Um im Rahmen der stationären Komplextherapie erzielten Fortschritte und motorischen Fähigkeiten zu erhalten, ist ein fortführendes Eigentraining des Patienten sehr zu empfehlen. Bei Bedarf erhält der Patient ein individuelles Heimprogramm mit Aushändigung von Übungsblättern. Zusätzlich besteht auch die Möglichkeit, über eine App ein individuelles Heimprogramm auf das Handy des Patienten zu erstellen. Bei Entlassung erhält jeder Patient einen Therapieabschlussbericht. In diesem werden die Ziele, die Therapiekonzepte und die Zielerreichung bei Entlassung dokumentiert.